Ich begrüße Sie zum Webinar zur Darstellung von Modellen und Ergebnissen. Mein Name ist Daniel Gass. Es unterstützt mich heute Frau Gabriele Müller und Herr Dirk Menninger, die gerne Ihre Fragen beantworten, die Sie über das Webinar-Panel auf der rechten Seite Ihres Bildschirms stellen können. Wir wollen uns zuerst die Möglichkeiten zur Darstellung von Modellen anschauen. Ich denke, Sie kennen die verschiedenen Darstellungsmodi, das Drahtmodell oder das Drahtmodell mit undurchsichtigen Flächen eignet sich insbesondere für die Bearbeitung von Modellen. In der gerenderten Ansicht bzw. in der Texturansicht können Sie das Modell relativ anschaulich darstellen und gut überprüfen. Die Texturen bzw. in der gerenderten Ansicht die Farben werden über die Materialdefinition festgelegt. In den Materialeigenschaften finden Sie diese Eigenschaft der Textur und Sie haben die Möglichkeit, beliebige Texturen auszuwählen, die dann auch dargestellt werden. Es ist auch möglich, eine benutzerdefinierte Textur einzulesen. Über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste können Sie eine Grafik laden im Format Bitmap oder JPEG. Auch diese Texturen können Sie beliebig verwenden. Im Menü Ansichten finden Sie weitere Optionen, wie das Modell dargestellt wird. Sie haben die Möglichkeit, das ein Architekturmodell darzustellen mit einer korrigierten Eckdarstellung. Beim Rendern des schematischen Modells werden die Bauteile zentrisch um ihre Achse aufgebaut. Darüber finden Sie die Transparenzeinstellungen. Ich kann beispielsweise die Geschossdecken halbtransparent darstellen, damit ich immer noch in mein Modell reinschauen kann. Die Funktionen zum Ändern der Ansicht finden Sie in der vertikalen Symbolleiste auf der linken Seite oder ganz unten links auf der Arbeitsfläche. Die Funktion zum Drehen werden Sie häufig brauchen. Mit dieser Pop-up-Symbolleiste können Sie die Rotationsachsen weiter einschränken. Ich kann zum Beispiel das Modell um die globale Z-Achse drehen und in allen anderen Achsen festhalten. Ich habe weiter die Möglichkeit, den Drehpunkt für diese Rotation manuell festzulegen, insbesondere wenn ich irgendwo reinzoomen will, dann macht es wesentlich mehr Sinn, um einen beliebigen Punkt oder einen bestimmten Punkt zu drehen, als um den Schwerpunkt aller dargestellten Objekte. Auf die Funktion Drehen können Sie noch schneller zugreifen, mit gedrückter Alt-Taste. Und Sie können mit der mittleren Maustaste bzw. mit gedrücktem Mausrad das Modell drehen. In
In den Ansichtsfunktionen finden Sie auch die Möglichkeit, die Ansichten rückgängig zu machen bzw. wiederherzustellen, wenn Sie die Ansicht in einer Art verändert haben, die Sie so nicht wollten oder zur letzten Ansicht zurückkehren möchten. Ebenfalls in der vertikalen Symbolleiste finden Sie die Koordinaten Hauptansichten. Damit haben vermutlich sehr viele bereits gearbeitet. Was Sie hier auch erhalten, ist eine Darstellung aller Koordinaten Hauptansichten. Ich verwende diese Funktion immer wieder um herauszufinden, ob ich die XZ oder YZ Ansicht aufrufen möchte. Mit einem Klick auf das entsprechende Fenster kann ich die Ansicht darstellen. Gerade bei der Bearbeitung größerer Modelle möchte ich nicht immer das ganze Modell darstellen. Ich habe dazu verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist die Geschosserkennung oben links. Ich muss als erstes die Geschosse definieren. Ich kann das automatisch bzw. halbautomatisch machen. Ich muss es auslösen. Ein Geschoss umfasst jeweils den Boden und die Wände und Stützen darüber. Das entspricht nicht der gängigen Ingenieurphilosophie, hat aber den Grund, dass wir eben von oben in das Modell reinschauen können, wenn wir die Wände und die Decke darüber darstellen, sehen wir ausschließlich die Decke, aber eben nicht die Wände in diesem Geschoss. Das Attika-Geschoss wird nicht korrekt erkannt. Hier wird eben der Boden, die Wände und die Decke dargestellt. Das liegt daran, dass die Decke schräg ist. So, ich kann es kurz zeigen. Diese Decke ist nicht automatisch als Geschoss erkannt worden. Ich lösche die Geschosse nochmals und definiere sie von Hand mit der Funktion übernehmen. Dazu wähle ich einen Punkt auf der Höhe von jedem Geschoss. Mit einem Klick in die leere Arbeitsfläche komme ich zurück in die Geschosserkennung und jetzt wird auch mein Attika-Geschoss korrekt behandelt. Das oberste Geschoss besteht nur noch aus der Decke. Die Darstellung der Geschosse kann ich noch etwas beeinflussen. Ich habe die Möglichkeit, das Geschoss darunter bzw. das Geschoss darüber auch noch darzustellen. Das kann immer wieder praktisch werden, wenn ich eben überprüfen will, ob die Stütze exakt auf der Wand darunter steht, zum Beispiel, oder auch für andere Bearbeitungsschritte. Die Geschosse kann ich nicht nur über den Definitionsdialog anwählen, sondern auch über den Schnellschalter unten rechts. Und ich kann so sehr schnell durch die einzelnen Geschosse durchgehen. Ein wichtiger Hinweis, wenn Sie mit der Geschosserkennung modellieren möchten. Ich schalte die Darstellung des darunterliegenden Geschosses aus. Wenn ich eine Öffnung definieren möchte in dieser Wand,
dann erhalte ich nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Wenn Sie sich genau darauf achten, auf den Wandfuß, die Öffnung wird auf den Wandfuß projiziert. Das liegt daran, dass in der Geschosserkennung die Option Punkte auf die Geschossebene projizieren aktiv ist. Das ist praktisch, wenn ich Wände definieren möchte. Ich kann eine neue Wand definieren, indem ich die Punkte oben anklicke und ich erhalte trotzdem die Wand auf der richtigen Höhe. Wenn ich Öffnungen definieren möchte, schalte ich diese Funktion aus. Jetzt werden die Punkte nicht mehr auf die Geschossebene projiziert und ich kann die Öffnung in die Wand eingeben. Eine weitere Möglichkeit, die Ansicht auf einzelne Objekte zu beschränken, sind die Details. Damit haben vermutlich auch schon einige gearbeitet. Wir können beliebige benutzerdefinierte Details erstellen durch Auswählen der einzelnen Objekte, die in diesem Detail enthalten sein sollen. Wenn ich mehrere Details erstelle, kann ich die Objekte unabhängig voneinander auswählen. Es ist möglich, ein Objekt mehreren Details zuzuweisen. Die Details sind ausschließlich eine Darstellungsangelegenheit und haben keinen Einfluss auf das Modell oder auf die Berechnung. Was hier wichtig ist zu wissen, wenn ich alle Details aktiviere, werden alle Bauteile dargestellt, die irgendeinem Detail zugewiesen sind. Wenn ich alle Details deaktiviere, wird das ganze Modell dargestellt. Das heißt, sind alle Details aktiv, sehe ich die Bauteile nicht, die eben keinem Detail zugewiesen sind. Auch für die Details haben wir einen Schnellschalter unten rechts, wo wir eben sehr schnell die einzelnen Details anwählen können. Zusätzlich zu den benutzerdefinierten Details können wir logische Details verwenden. Zum Beispiel kann ich alle Bauteile darstellen, die in einem bestimmten Material definiert wurden. Ich kann zum Beispiel alle Deckenplatten darstellen, was für die Lastdefinition zum Beispiel immer wieder praktisch ist. Und mit der Geschosserkennung erhalte ich auch geschossbezogene logische Details. Ich kann mir zum Beispiel die Decke in einem bestimmten Geschoss darstellen. Warum ich jetzt verschiedene weitere Objekte bekomme, ist mir nicht klar. Innerhalb dieser Decke oder im Detail dieser Decke wird ausschließlich der Bereich dargestellt mit den Knoten und Geometrielinien, die für die Bereichsdefinition benötigt werden. Ich kann dieses Verhalten ändern in den Einstellungen unter dem Punkt Details. Und ich finde hier die Option interne Linien von Bereichen in das Detail aufnehmen. Damit
werden die Wandköpfe bzw. der Wandfuß im Geschoss darüber automatisch auch dargestellt, sobald diese Decke in einem Detail dargestellt wird. Eine weitere Möglichkeit, Details oder einzelne Bauteile darzustellen, besteht darin, diese Bauteile auszuwählen. Ich kann die Bauteile zum Beispiel bei gedrückter Shift-Taste anwählen, ohne irgendeine Funktion auszulösen. Und ich kann mit der Funktion nur selektierte Elemente darstellen, alle anderen Bauteile ausblenden. Ich komme nochmals auf die logischen Details zurück. Im Definitionsdialog der Details können Sie die Optionen für die Erstellung von logischen Details verändern. Sie können hier angeben, welche logischen Details erzeugt werden sollen. Sie können auch logische Details bezogen auf ein Achsraster aktivieren. Voraussetzung ist natürlich, dass ein Achsraster vorhanden ist. Falls Sie diese Funktion nicht kennen, Sie finden sie auf der linken Seite in der vertikalen Symbolleiste. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einzelne Wandebenen darzustellen oder eben auszublenden. Mit einem Klick auf den Schnellschalter kann ich die Darstellung, die Detaildarstellung ausschalten und sehe das gesamte Modell. Ich stelle nur das Erdgeschoss dar. In der gerenderten Ansicht. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit der Farbkodierung die Farben eben nicht nach Material darzustellen, sondern zum Beispiel nach Bereichsdicke. Die Farben selbst kann ich verändern, entweder einzeln. Ich habe die Möglichkeit, zufällige Farben zuzuweisen, was nicht immer übersichtlich ist, aber ich habe auch die Möglichkeit, einen Farbverlauf zu erzeugen. Und ich kann so die Farbkodierung so einrichten, wie ich das gerne haben möchte. Ist die Farbkodierung aktiv, erhalte ich eine Legende mit den verschiedenen Bereichsdicken. Mit einem Klick in die Legende öffnet sich wieder die Farbkodierung und ich kann die Darstellung auf die Standardeinstellung zurücksetzen oder eine andere oder andere Einstellungen wählen. Zu Dokumentationszwecken möchte ich diese Ansicht weiter verfeinern bzw. beschriften. Dazu kann ich die Bemaßungsfunktionen verwenden. Ich habe die Möglichkeit, in Anführungsstrichen gewöhnliche Maßketten zu definieren. Über die Einstellungen kann ich das Aussehen dieser Maßketten verändern. Ich kann zum Beispiel das Endsymbol, ein anderes Endsymbol wählen oder die
Höhe für dieses Endsymbol anpassen. Ich habe auch die Möglichkeit, den Text dieser Maßkette zu verändern. Ich kann eine andere Schrift wählen. Ich habe auch die Möglichkeit, ein Präfix bzw. Suffix anzugeben. Zum Beispiel kann ich hier reinschreiben 3 × 3,5 Meter, um den Abstand der Stützen zu bemessen. Eine weitere Möglichkeit, die ich hier habe, ich kann die Darstellung der Einheiten aktivieren oder deaktivieren, oder ich kann sogar den Bemaßungswert ausschalten, um hier ein anderes Maß zu beschriften. So, wenn ich zum Beispiel mein Modell vereinfacht habe, aber trotzdem das korrekte Maß anschreiben will. Die Maßlinien werden auf eine bestimmte Folie abgelegt. Was Sie hier sehen, sind die Standardfolien, die in einem neuen leeren Modell bereits vorhanden sind. Über den Folienmanager kann ich aber auch beliebige weitere Folien definieren. Es sind die genau gleichen Folien, die auch für eine importierte DXF-Datei verwendet werden. Sie können den Folienmanager auch aus der Hauptsymbolleiste heraus öffnen. Ich kann meine neue Folie anwählen und zum Beispiel einen beliebigen Text irgendwo absetzen. Durch Anklicken einer Maßlinie kann ich ihre Eigenschaften ändern, genau gleich wie ich die Eigenschaften aller anderen Objekte anpassen kann. Zusätzlich zu den Maßlinien haben wir die Funktion Hintergrundfolien editieren. Damit können wir Hilfskonstruktionen zeichnen. Auch diese Hilfslinien werden auf eine bestimmte Folie abgelegt. Diese Hilfslinien haben keinen Einfluss auf das Modell oder die Berechnung. Sie sind gleichbedeutend mit den Linien einer importierten DXF-Datei. Mit diesen Funktionen habe ich auch die Möglichkeit, DXF-Linien zu bearbeiten. Wir können hier nicht nur Linien, Polygone, Kreisbögen zeichnen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, Füllflächen zu definieren, um irgendetwas zu dokumentieren oder zu kennzeichnen. Wenn mir die Farbe nicht gefällt, kann ich die jederzeit ändern. Beim Aktivieren und Deaktivieren der Sichtbarkeit von einzelnen Folien sollten Sie immer darauf achten, dass die Sichtbarkeit und die Folienerkennung bzw. die Fangfunktion dieser Folien getrennt behandelt wird. Schalte ich die Sichtbarkeit meiner Bemaßungsfolie aus und wieder ein, bleibt die Fangfunktion ausgeschaltet, was bedeutet, dass ich die Maßlinien nicht mehr verändern kann. Ich habe trotzdem die Möglichkeit, neue Maßlinien zu definieren, aber auch diese neuen Maßlinien kann ich nicht verändern, solange eben
die Fangfunktion ausgeschaltet ist. Über den Schnellschalter unten rechts habe ich weiter die Möglichkeit, die Sichtbarkeit aller Folien auszuschalten. Dadurch wird die Einstellung der Folien im Folienmanager nicht verändert. Das heißt, meine Folie 1, die ich vorhin erstellt habe, bleibt unsichtbar. Schalte ich die Sichtbarkeit über den Schnellschalter wieder ein, ist das immer noch unverändert. Eine Zwischenlösung zwischen der Gitternetzansicht und der gerenderten Ansicht ist die Darstellung der Objektkonturen in 3D. Sie finden diese Option über den Schnellschalter Grafische Symbole. Hier sehen Sie eben die Objektkonturen. Diese Einstellung wird automatisch aktiviert, wenn Sie den Objektmodellierer öffnen. Sie können dieses Verhalten aber ändern über die Einstellungen, Grundeinstellungen, Darstellung. Hier finden Sie eben diese Option, die 3D-Objektkonturen automatisch zu aktivieren, wenn Sie den Objektmodellierer öffnen. Über die Grundeinstellungen haben Sie weitere Möglichkeiten, die Darstellung zu verändern. In den grafischen Symbolen können Sie beispielsweise die Größe der Knoten verändern oder Sie haben auch die Möglichkeit, die Farben von einzelnen Objekten zu verändern. Insbesondere das Ändern der Größe kann praktisch werden, wenn Sie auf Bildschirmen mit sehr hoher Auflösung arbeiten, wird diese Knotendarstellung zum Beispiel extrem klein. Wir finden weitere Einstellungen. Die Darstellung der Knotenlager ist anschaulich, aber in zumindest meiner Meinung nach etwas unübersichtlich. Sie können hier die Darstellung von Knoten oder auch Linienlager auf eine vereinfachte Darstellung umschalten. Braune Linien kennzeichnen eine Lagerung auf Kräfte und gelbe Linien definieren ein Lager für Momente. Wenn ich über den Schnellschalter unten rechts die lokalen Koordinatensysteme einschalte, sehe ich diese lokalen Koordinatenachsen über die Farben kodiert. Ich arbeite bereits lange genug mit Axis VM, dass ich weiß, rot ist die X-Achse, gelb die Y-Achse, grün ist die Z-Achse. Wenn Sie sich das aber nicht merken können oder noch nicht gemerkt haben, können Sie auch wieder unter den Einstellungen der grafischen Symbole unter unterschiedlich diese Koordinatenachsen beschriften. Ich möchte Ihnen noch einige Darstellungsmöglichkeiten von Ergebnissen zeigen. Dazu
lade ich ein berechnetes Modell. Es ist das genau gleiche Gebäude, einfach dass hier die Berechnung bereits durchgeführt ist. Aktuell stelle ich eine Stabschnittkraft dar, das Moment um die lokale Y-Achse in einer Diagrammdarstellung. Unter Umständen muss ich den Überhöhungsfaktor anpassen, um die Momente gut erkennen zu können. In diesem Fall reduziere ich die Größe des Diagramms. Wenn ich den Stab anklicke, erhalte ich eine Zusammenstellung aller Schnittkräfte, was nochmal etwas übersichtlicher ist als die Darstellung am Gesamtmodell. Diese Ergebniszusammenstellung erhalte ich nicht nur für Stabschnittkräfte, ich erhalte sie auch für Stabspannungen bzw. für die Verformungen. Und ich habe die Möglichkeit, den Schnitt zu verschieben und die exakten Werte für diesen Schnitt aus der Tabelle auszulesen. Für Stabverformungen habe ich weiter die Möglichkeit, eine Korrektur vorzunehmen. Ich kann die Verschiebung an den Endpunkten auf 0 korrigieren. Damit erhalte ich die eigentliche Durchbiegung des Stabs anstelle der Verschiebung, das heißt bereits der Endknoten in diesem Fall verschiebt sich. Wenn ich das nicht haben möchte, kann ich eben die Darstellung korrigieren an beiden Enden oder nur an einem Ende. Für die Auswertung von Bereichen oder die Auswertung von Flächen ist diese Diagrammdarstellung nicht besonders praktisch. Ich stelle nur die Erdgeschossdecke dar. Ich wähle eine Flächenschnittkraft, ein Biegemoment. Grundsätzlich erhalte ich auch hier eine Diagrammdarstellung, allerdings nur für die definierten Linien. Wenn ich das Netz einblende, erhalte ich ein Diagramm auch für die Netzlinien, aber diese Darstellung ist nicht sehr übersichtlich. Ich verwende deshalb eine Isolinien- bzw. Isoflächendarstellung. Die Isoflächendarstellung finde ich persönlich sehr übersichtlich am Bildschirm. Zum Ausdrucken eignen sich die Isolinien aber wesentlich besser, insbesondere wenn Sie einen Schwarz-Weiß-Drucker verwenden. In beiden Darstellungen oder beide Darstellungen kann ich über die Farbskala anpassen. Ich kann die Farbskala größer oder kleiner ziehen, um mehr oder weniger Abstufungen zu erhalten. Mit einem Klick in die Farbskala selbst kann ich sie detailliert einrichten. Ich habe die Möglichkeit, die Farbskala auf die größten und kleinsten Werte im gesamten Modell auszurichten oder nur auf die größten und kleinsten Werte in den aktiven Details. Ich habe auch die Möglichkeit, über frei definierte Werte einzugeben und kann so jeden einzelnen Wert festlegen, wie ich ihn haben möchte.
Die Abstände zwischen diesen Werten müssen dabei nicht gleich sein, was aber zu jedem Zeitpunkt erfüllt sein muss. Die Werte müssen von unten nach oben stetig ansteigen. Wenn ich einen konstanten Schrittwert angeben möchte, kann ich das ebenfalls tun und ich definiere einen Wert. Die anderen Werte werden automatisch basierend auf diesem Schrittwert festgelegt. Ich habe im Register Farben weiter die Möglichkeit, die Farbdarstellung zu ändern. Ich kann die Farbdarstellung umdrehen, wenn ich das möchte, oder ich kann eine beliebige neue Farbdarstellung erzeugen. Genau gleich wie bei der Farbkodierung kann ich hier meine Farbdarstellungen anpassen und ich kann diese Farbverläufe auch speichern, um sie später wieder verwenden zu können. Diese Farbverläufe werden modellunabhängig gespeichert. Ich kann sie also jederzeit wieder aufrufen. Ich schalte zurück auf die Standarddarstellung. Die Farbverläufe, die ich erzeuge, gefallen mir meistens weniger gut als die Standardfarben. Eine weitere Möglichkeit, Ergebnisse darzustellen, sind die ISO-Flächen 3D. Diese Darstellung eignet sich meiner Meinung nach nur sehr wenig, um Ergebnisse wirklich auszuwerten. Sie eignet sich aber sehr gut, um sich einen Überblick zu verschaffen, um die Ergebnisse qualitativ zu betrachten und eine zum Beispiel qualitativ zu plausibilisieren. Für die ISO-Linien und ISO-Flächen 2D haben wir weitere Optionen. Ich habe die Möglichkeit, die ISO-Flächenkonturen darzustellen oder auszublenden. Das sind diese schwarzen Linien am Übergang zwischen den ISO-Flächen. Und für die ISO-Liniendarstellung habe ich die Möglichkeit, eine automatische Beschriftung der ISO-Linien zu aktivieren. Die Anzahl Nachkommastellen, die ich hier darstellen möchte, kann ich über den Einheitendialog verändern. Wo finde ich es im verteilten Moment? Kann ich zum Beispiel nur eine Nachkommastelle darstellen. Eine weitere Möglichkeit zur automatischen Beschriftung von Ergebnissen finden Sie unten rechts unter dem Schnellschalter Nummerierung. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ergebnisse für Flächen, Linien und Knoten darzustellen mit der Option nur lokale Minima Maxima können Sie umschalten eben zwischen der Beschriftung von Extremwerten und der Beschriftung von allen Werten. Alle Werte heißt in diesem Fall einen Wert pro Netzmasche. Dieser kleine Punkt definiert oder gibt an welchem Knoten dieser Netzmasche dieses Ergebnis auftritt. Die
Ich schalte zurück auf die ISO-Flächendarstellung, um Ihnen noch etwas ein bisschen Spezielles zu zeigen. Die ISO-Flächen oder ISO-Linien werden geglättet, das heißt, die Ergebnisse werden so angepasst, dass sich durchgehende ISO-Linien bzw. ISO-Flächen ergeben. Ich habe die Möglichkeit, dieses Verhalten in den Darstellungsparametern zu ändern. Unter verschiedene Einstellungen finde ich die Ergebnisglättung. Als Standard ist sie auf selektiv geschaltet, das heißt Bereiche, die aneinander, oder die Ergebnisse für Bereiche, die aneinanderstoßen und weniger als 15 Grad voneinander abweichen. Da werden die Ergebnisse geglättet. Weichen die Ergebnisse stärker ab, werden die Ergebnisse eben nicht geglättet. Ich schalte erst einmal die Ergebnisglättung aus, damit wir den Einfluss sehen können. Und Sie sehen jetzt relativ zackige Verläufe dieser ISO-Flächen. Die Ergebnisse springen jeweils bei den Netzlinien. Das kommt daher, dass die Ergebnisse an den Netzknoten exakt berechnet werden und innerhalb der Netzmasche über die Ansatzfunktion interpoliert sind. Mit dieser Ergebnisglättung erhalten wir eben durchgehende Linien in den Ergebnissen. Ich schalte die Ergebnisglättung auf alle Flächen, um die Ergebnisse eben nicht nur über Flächen zu glätten, die weniger als 15 Grad voneinander abweichen, zusätzlich zu den Decken blende ich die zusätzlich zur Decke über dem Erdgeschoss blende ich die Wände darüber ein. Und ich habe die Decke nicht erwischt. So. Und Sie sehen jetzt, dass das Biegemoment der Decke in die Wände hineingeglättet wird. Das passiert jeweils immer nur auf der untersten Netzmasche. Schalte ich diese Ergebnisglättung wieder auf selektiv, auf den Standardwert, erhalte ich eben ein Bild, wie ich es erwarten würde, dass eben das Biegemoment der Decke springt, sobald ich in die Wand reingehe. Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung der Verformung im Modell finden wir auch in den Darstellungsparametern. Ich habe die Möglichkeit, das Modell verformt darzustellen. Im Moment sehe ich die ISO-Flächen immer noch für das Biegemoment. Ich kann so Biegemoment und Verformungen relativ gut in einen qualitativen Zusammenhang bringen. Wenn ich wirklich die Verformung anschaue, ich reduziere die Überhöhung, dann sehe ich auf einen Blick sehr stark, meine Stahlkonstruktion verformt sich wesentlich stärker als der Massivbau, was eigentlich fast logisch ist. Wenn ich die Verformung einer einzelnen Decke anschaue, so,
Wieder im unverformten Modell kann ich die Decke auswählen. Wenn ich mir die Verformung einer einzelnen Decke anschaue, so, ich muss Ergebnisse auch darstellen und entsprechend überhöhen, kann ich meine Berechnung sehr gut plausibilisieren. Wenn ich weiß, dass unter dieser Ecke bei diesen beiden Linien eine Wand stehen sollte, dann kann ich mich jetzt fragen, warum die Verformung hier so groß wird. Wenn ich aber weiß, dass hier keine Wand darunter steht, sondern eine Wand darüber, dann finde ich das Verformungsbild eher logisch. Ich schalte zurück auf das unverformte Modell und möchte wieder ein Biegemoment darstellen. Jetzt nicht mit den Isoflächen, sondern ich erzeuge einen Schnitt, und zwar einen Segmentschnitt. Ich kann diesen Segmentschnitt an einer beliebigen Stelle festlegen, genau gleich wie ich Geometrielinien eingebe, kann ich dazu auch das Koordinatenfenster verwenden und das Biegemoment wird an diesem Schnitt dargestellt. Unter Umständen möchte ich diesen Schnitt aber im Grundriss sehen. Dazu kann ich die Darstellung in die Elementebene drehen. Auch für den Schnitt bzw. den Segmentschnitt kann ich eine automatische Ergebnisbeschriftung aktivieren. Für den Segmentschnitt erhalte ich weitere Optionen. Ich kann neben dem Diagramm auch einen Durchschnittswert beschriften lassen. Für ein Biegemoment in einer Geschossdecke macht das vielleicht etwas weniger Sinn, für eine Normalkraft in einer Wand dagegen etwas mehr. Ich erhalte auch resultierende integrierte Werte, das heißt einen einzelnen Wert, in diesem Fall eben nicht für das Moment mx, weil das Moment in der gleichen Richtung verläuft wie der Schnitt. Der Gesamtwert macht in dem Fall keinen Sinn. Für das Moment my hingegen schon, und ich erhalte ein Gesamtmoment. Für diese Gesamtmomente gilt das Gleiche wie für den Durchschnittswert. Da, wo eben das Vorzeichen ändert, wird ein neuer Durchschnittswert bzw. ein neuer Gesamtwert ermittelt. Das Diagramm mit Segmentbreite zeigt einen Durchschnittswert nicht über die Länge des Schnitts, sondern über diese Breite. Ich habe auch die Möglichkeit, die Breite zu verändern, die ich für diesen Durchschnittswert verwenden möchte. Ich kann diese Funktion zum Beispiel verwenden, um die Momentenspitzen über einer Stütze etwas zu brechen. Eine weitere Möglichkeit, um Schnittkräfte auszuwerten, bietet mir der virtuelle Stab. Die Berechnung der
Schnittkräfte an Bereichen liefert Schnittkräfte, die über die Fläche verteilt sind, zum Beispiel eine Normalkraft in Kilonewton pro Laufmeter. Mit dem virtuellen Stab kann ich das eben ändern. Ich erzeuge einen virtuellen Stab aus dieser Wand. Die Linie, die Sie hier sehen, ist die Achse dieses virtuellen Stabs. Ich wollte den Stab nicht horizontal, sondern vertikal. Dazu erzeuge ich im Register Elemente einen Referenzvektor in vertikaler Richtung. Der Referenzvektor definiert ausschließlich eine Richtung. In diesem Fall erhalte ich eine Meldung, dass es diesen Referenzvektor bereits gibt, beziehungsweise einen parallelen Referenzvektor, und ich erhalte die Information, es ist der Referenzvektor 1. Wenn ich jetzt den virtuellen Stab verändere, kann ich diesen Referenzvektor 1 auswählen und eben als Richtung der Stabachse verwenden. Die Definition von einem virtuellen Stab oder auch von einer Referenz erfordert keine Neuberechnung des Modells. Und ich habe jetzt eine neue Ergebnisgruppe erhalten, die Schnittkräfte des virtuellen Stabs. Und ich kann eben die Normalkraft mit einem Verlauf über die Höhe darstellen. Vielleicht als Diagramm und nicht als Isoflächen. Ich erhalte nicht nur eine Normalkraft, ich erhalte auch Querkräfte. Die Querkraft senkrecht zur Wandebene ist eher klein. Die Querkraft in der Wandebene ist auch nicht riesengroß. In diesem Modell sind keine Horizontallasten definiert. Die Querkraft in Wandebene bzw. das Biegemoment in der Wandebene kommen dadurch zustande, dass die Normalkraft nicht gleichmäßig verteilt ist über die Länge der Wand. Mit diesem virtuellen Stab kann ich nicht nur einzelne Wände auswerten, ich habe auch die Möglichkeit, ganze Wandgruppen, zum Beispiel diesen Kern auszuwerten, und ich erhalte hier ein Biegemoment für den gesamten Kern. Beachten Sie aber, dass für einen tatsächlichen Stab, der diesen Kern ersetzt, die Hypothese von Bernoulli gilt. Das heißt, dass die einzelnen Stabquerschnitte eben bleiben müssen. Für den virtuellen Stab bzw. für die Schalen, diesen virtuellen Stab definieren, gilt das nicht. Die Querschnitte des virtuellen Stabs können und werden sich im Allgemeinen verwölben. Das nächste Webinar wird am Freitag, dem 24. November stattfinden, wieder um 11.15 Uhr. Ich werde Ihnen dann die Neuerungen in der neuen Version AXIS VM X4 vorstellen. Ich hoffe, dass wir bis zu diesem Datum diese Version bereits ausliefern konnten. Falls nicht, wird das kurze Zeit später passieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag.